Guten Morgen und willkommen zu meinem Referat für die Doni zum Thema Window Color. Und weil ich jetzt schon ein paar von euch sehe, so, oh, ein Referat für die Doni. Na gut, und Chat. Und dann starten wir mal los und gehen in den wichtigsten Part Geschichte. Die Geschichte von Window Color geht bis in die 80er Jahre zurück. Es ist eine Basteltechnik, die dort in Das war's zur Geschichte. Wir würden jetzt weitergehen in Was ist Window Color eigentlich? Ja, Window Colors, was ist das? Und zwar sind Window Color eine spezielle Farbe für glatte Oberflächen, die nach dem Trocknen, die sind erst flüssig, weiter transparent bleiben. So hat sich das auch gut angeboten, es auf glatte Oberflächen jeglicher Art zu kleben, vorzugsweise aber auch ins Fenster, denn immer noch Lichteinfall ist möglich und man kann auch noch rausschauen, je nachdem, wie man sich anstellt. Wie der ganze Prozess jetzt funktioniert, dass so ein Bild entsteht, erkläre ich euch kurz schematisch. Hier sind die verschiedenen Schritte festgehalten und ich zeige euch ganz kurz, wie das funktioniert. Ihr braucht erstmal irgendeine Art Plastikhülle, denn es ist überhaupt nicht ratsam, mit flüssiger Farbe auf dem Fenster zu arbeiten, denn das wird verlaufen. Dann braucht ihr ein Vorlagebild, außer ihr seid schon so richtige Experten in Freihandzeichnen. Ich bin's nicht, hab hier mal was vorgezeichnet. Es gibt im Internet natürlich auch jede Menge Möglichkeiten, Sachen downzuladen, was man malen möchte und auf sein Fenster bringt. So, und dann ist es wichtig, Schritt 3, die Konturen nachziehen. Dafür gibt es extra Konturfarbe in verschiedensten Farben, meistens schwarz oder weiß. Da malt ihr dann so rum und dann, Achtung, ganz wichtig, trocknen lassen. Also nichts für mal eben in 3 Stunden klebe ich mir was aufs Fenster. Obacht geben. So, habt ihr dann das Ganze so 8 bis 12 Stunden trocknen lassen? Ja, so lange dauert das nun mal. Könnt ihr eine andere Farbe nehmen, eurer Wahl, und dann malt ihr den Rest aus. Und dann wieder 8 bis 12 Stunden, am besten über Nacht, einmal austrocknen lassen, ein bisschen Vorfreude genießen, dass es endlich soweit ist und dann abziehen. So, deshalb ist es auch wichtig, dass alles ausgefüllt ist. Das hier wäre ein Fehler, ne, dass man da Stellen frei lässt beim Ausmalen, weil sonst zieht sich das wie ein Gummi. Ja, und hier seht ihr jetzt auch schon ein kleines Problem, denn ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile, die müsste ich einzeln abziehen und wieder aufs Fenster kleben. Deshalb gibt es einen Trick, der nennt sich Adhäsionsfolie benutzen. Adhäsionsfolie benutzen. Adhäsionsfolien, von lateinischer adhärere anhaften, daher auch Haftfolien genannt, sind den Folien, die ohne Klebstoff auf glatten Oberflächen haften. So. Adhäsionsfolie, so schreibt man das, kannte ich vorher auch nicht, habe ich mir da mal besorgt, da kriegt man dann solche Blätter und wenn man die abzieht, wenn man das irgendwie schafft, so, ist das so eine Art statisch geladene Folie, da könnt ihr alles draufmalen, was ihr wollt und auch unzusammenhängende Logos oder Bilder gestalten. Am Ende spart ihr euch das Abziehen, ihr zieht es nicht ab, sondern ihr schneidet um euer Bild drum herum. Also auch ganz schön und es klebt dann auch auf sämtlichen Oberflächen. Ist auch leichter dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu entfernen. Kommen wir jetzt zu den Fun Facts, ein bisschen unnützes Wissen. Und liebe Doni, hörst du mich? Jetzt könntest du eine Kanalpunkte-Wette machen, weil nämlich ich habe 3 Fakten dabei und eine davon ist eine Lüge. Und ihr macht ja auch immer so gerne Donnerstag bei Catfish Wetten. Und du zeigst ja immer nur so 2-3 Sekunden von dem Video und dann wird die Wette schon gestartet. Ich mache es jetzt anders. Ich hänge jetzt einfach 3 Sachen an die Wand. Ihr könnt ja selber lesen. Und dann machst du die Kanalpunkte-Wette. Ich mache kurz eine Atempause. Ihr könnt auf Toilette gehen, was auch immer machen. Und dann löse ich euch das kurz auf. Also, 1.
2 oder 3? Was davon ist die Lüge? Dann löse ich das jetzt mal auf von den drei Themen und Glückwunsch an die Gewinner dann, ist der Guinness-Bucheintrag einfach mal nicht vorhanden. Kommen wir jetzt zu den Anwendungsbeispielen. Ich habe mir natürlich Window-Color-Farbe bestellt und was ich damit angestellt habe, seht ihr jetzt. Ja, Spaß mit Window-Color-Farben. Hier Konturfarbe, schwarz. Ich hatte jetzt keinen Untergrund genommen, sondern dachte, ich mache einmal Freihand, ein paar Formen, um zu üben, wie das so klappt. Und dann dachte ich mir, nachdem ich die ersten drei Formen gemacht habe, ach, ich mache euch einfach hier die Knöpfe von dem Xbox-Controller. Und weil ich noch eine weiße Konturfarbe habe, dachte ich, ziehe ich es noch in weiß nach. Jetzt ist das Ganze getrocknet und ausfüllen, na, die Farbe will irgendwie nicht. Sonst spritzt es förmlich raus, sobald man da irgendwie die Flasche nur in die Senkrechte bringt. Bei der Farbe hat es nicht geklappt. Und während ich da so vor mich ausmale und überlege, welche Farbe passt denn am besten zu welchem Controllerknopf, bin ich drauf gekommen, dass irgendwie was hier nicht passt bezüglich des Xbox-Controllers. Na gut, Eindruck schinde ich damit wohl nicht bei euch. So, zweiter Versuch. Jetzt auch mit Adhäsionsfolie. Wer vorhin aufgepasst hat, Doni hat ja ein Logo, das eher durchsichtig ist, außer man möchte jetzt alles hinten schwarz ausfüllen. Das würde, glaube ich, zu viel Konturfarbe in Anspruch nehmen. Deshalb habe ich mich entschieden, wir schneiden das Logo danach aus. Hier gebe ich mir auch jetzt richtig Mühe. Schaut mal, zweiter Versuch, läuft richtig gut. Gut, dass ihr meine Zunge nicht sehen könnt. Die hing nämlich die ganze Zeit hochkonzentriert raus mit Schaschlikspieß und gar ein bisschen die Konturen ausgebessert. Und ich finde, es sieht nicht mehr ganz so wulstig aus wie vorher. Und auch die Krone, komm. Ich gebe es ihr diesmal viel feiner. Wenn man fest aufdrückt, dann hat man ein wenig wie unter Kontrolle, wie viel Farbe rauskommt. Das habe ich mir dann zunutze gemacht und ja, so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Das waren auf jeden Fall meine Kunstwerke, die ich ausprobiert habe. So sieht es dann aus. Ich habe übrigens die anderen Controller noch Knöpfe nachgemalt. Jetzt können wir zumindest irgendwo ans Fenster einen Xbox-Controller oder einen PlayStation-Controller kleben. Und so sieht es dann aus, wenn man das abzieht. Ne? Live hier für euch. Zack. Wunderbar. Kann man dann auch auf glatte Oberflächen kleben. Und dann haben wir noch den zweiten Versuch von dir. Das sieht so aus, und damit ihr es ein bisschen besser seht, lege ich mal was dahinter. Zack. Das ist das Logo. Und ich meine, ja, hier ist es ein bisschen zerflossen dann noch, wie man sieht. Ha, ich weiß nicht, Doni, warum hast du so ein kompliziertes Logo? Warum überlegst du nicht mal, so was Einfaches zu machen wie... Wäre doch auch eine Idee. Klar, ordentlich, wunderschön geworden. Und ich habe sogar schon einen Vorschlag erarbeitet, wie es etwas klarer und einfacher geht. Hier, neues vereinfachtes Window Color Logo für Mutter.